Also, und willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Watch Dogs. Wir waren jetzt hier angekommen und jetzt mal gucken, was passiert. Hier wurde einer von Damien angeheuert. Robert Racine. Ich fange mit dem Besitzer an und arbeite mich nach unten. Bleib cool, nicht den Kopf verlieren. Racine. Finden Sie den Zugang zu Racines Büro. Rausviertel. Bonanka ist. Einfach so. Moment mal. Was weiß ich? Das war vielleicht ein blöder Schachzug, aber. Haha, nicht auf der Arbeit auf Sandy Don. Stand hier was vor ihm. Oh, Gott, mal da. Das ist wirklich praktischer, mit den Teilen zu arbeiten. Das ist eine Fluchtkarte, glaube ich, oder? Er hatte, glaube ich, eine Fluchtkarte, der Typ. Wo läuft er lang? Will ich hier nicht. Wenn ich das mache, dann muss er laufen, also. Wenn ich das springe oder das, dann ist hier höchste Alarmbereitschaft. 100%ig. Wer ist es mir nicht? Zum Beispiel zum Schluss, um den vielleicht auszuschalten. Das ist eine schallgeschützte Waffe, hallo! Das tut man doch nicht an. Das ist eine schallgeschützte Waffe. Jetzt eine Fluchtkarren. Wenn das eine war. Oh, sind wir aus der. Danke. Für diese gute Unterstützung. Von euch. Ist was. Natürlich der letzte, den ich finde, hat den Zusatzcode. Der hat einen Zusatzcode. Das war so ein Ausnahmespaß. Hätte ich schon mal getötet, aber nein. Oder was ist erreichbar bitte? Von innen. Oh, ist er weg hoch? Läuft.
Den Audio-Log nicht vergessen. Der Influenz. Und der Influenz-Audio-Log. Wahrscheinlich so hoch oder hier? Weil ich finde den Weg nach oben. Muss vielleicht noch hängen. Oder? Ah, wo ist denn? Komm mal nach da oben. Hey du, zeig mir nochmal was. Da oben. Nein, ich brauch doch eine Sache. Muss doch da hoch. Wenn kein Lift vorhanden ist, dann halt muss Gabelstapler herhalten. So, danke, dass du das Fenster offen lassen hast. Nichts. Der Computer. Ich hack die Kameras durch den Computer. Leid, wenn ich jetzt gerade ein bisschen schlau stehe wieder mal. Aufzug. Wohin? Das war ziemlich hoch. Robert, schön dich zu sehen. Legst du mich aufs Kreuzband? Ich hab die Pierce-Frau gebracht. Die Frau, ja. Aber ich sagte doch, lass das Kind in Ruhe. Glaubst du, ich bezahle dir mehr? Du machst alles komplizierter. Wer ist denn da mir her? Hast du den geschickt? Hab ihn nicht geschickt. Aber ich hätte dich wohl vor eben warnen sollen. Du musst mir helfen, oder ich sag ihm alles, was ich weiß. Und genau deshalb weißt du nichts. Er wird nicht erfreut sein, wenn er das rausfindet. Scheiße, Mann, und jetzt? Gib dir Mühe. Viel Glück. Du verdammter Wichser. Dich lasse ich nicht entkommen. Wartet, Leute! Ich bin ruhig hier. Du schubst mich schon weit weg. Ich wollte meine Karre holen. Ach ne, da kommt da noch näher mal, oder? Hier steht meine Karre. Alter! Happy-Spiel, ey! Hallo? Kriegen Sie endlich jemanden hier raus, okay? Wird gemacht! Kommen noch ein paar Leute? Hallo. Ramm ihn! Ramm seine Karre, mach's schon! Ich ramm? Oh, so schnell aufstehen. Mist, hätte sie vielleicht auch losschieben können, aber... Gehabt. Hier
Wo ist der Wichser? Aha, entkommen. Verarsch mich nicht, Aiden. War ich nicht deutlich genug? Lass die Finger von Jackson. Ja, was das angeht. Ein Angestellter war etwas übereifrig. Sein Neffe ist nicht auf meinem Radar. Aber wenn du wieder eigene Wege gehst... Hol meine Schwester ans Handy. Hör mal. Glaubst du, du hättest hier was zu sagen? Du sprichst mit Nikki, sobald du etwas Nützliches für mich hast. Folge der IP-Adresse und wir reden. Im Moment verschwendest du nur Zeit. Zerbrechliche Ware. Mission beendet. Damien kennt mich zu gut. Weiß genau, wie ich reagiere. Er musste schon eine ganze Weile planen. Der Mann geht wie immer zu weit. Er wird Nikki was antun, wenn er nicht bekommt, was er will. Okay, fürs Erste werde ich mitspielen. Ich folge dieser IP-Adresse. Aber ich werde ihn irgendwie erwischen. Wo muss ich hin? Ach, da. Ich muss zu meinen. Es muss doch einen Weg geben. Und Damien braucht diesen Sieg für sein Ego. Ich lasse ihn gewinnen. Ich finde den zweiten Hacker und er lässt Nikki frei. Ob ich ihm glauben kann? Egal. Ich habe leider keine Wahl. Ich hab die in deinem Schrank gefunden! In deinem Schrank! Und ich hab dir gesagt, du sollst sie loswerden! Ich hab gesagt, raus mit den Puppen! Gib sie dem Spielzeugladen oder deiner Lüste, egal was du damit machst! Das ist der Ort. Dieser Hurensohn. Verdammter Melo-Job. Also gut, Damien. Vielleicht hast du ja etwas übersehen. Genau da. Mist. Heute in einem Teil. Oh. Was ist... Hey, ich bin's. Du hast mich herbestellt. Scheiße. Oh nein. Mir platzt bald der Schädel. Ja? Okay, komm her. Sieh dir das an. Wer ist sie? Weiß nicht, die Datei ist kaputt. Hast du eine Idee, wie ich es abspielen kann? Da ist nichts zu machen. Du brauchst das Original. Ich lasse eine Suche über den C2OS-Zugang laufen. Genau deswegen wollte ich mit dir sprechen. Ich glaube nämlich nicht, dass er davon weiß. Damit hätte er geprahlt. Ich kenne ihn. Wer hätte geprahlt? Vielleicht eine Spur. Oder nicht. Ich muss ihm einen Schritt voraus sein. Hast du Ärger? Du sprichst mit Reicher. Eine IP-Adresse? Ja, die habe ich von ihm. Kannst du die Quelle checken? Was soll das alles hier? Aiden, antworte. Ich tue nichts, bis du er mir... Er hat sie entführt, Clara. Er benutzt meine Schwester als Sicherheit. Oh mein Gott. Der, den wir suchen? Der, Damien Branks. Ich kann nichts tun. Ich werde jetzt gehen. Wir reden später, gut, wenn du fertig bist. Komm her. Was ist denn los? Ohren zu halten. Ich hasse es. Ich hasse diese Sachen. Immer von oben, alle.
Musik. Blab. Nächstes Lied. Wo ist dein Auto? Hier lang. Da drüben. Der Bad raus. Das Motelschild. Ich glaube, die ist tot. Ich verfolge ihn. Oh, mit Scharfschützen. Ich will ein Vorbild. Außenrum. Jemand kann dich echt nicht sehen. Kein Problem. Mann! Mist, ich schniff nicht sehr das Zeit hier. Wieso musst du immer Scharfschützen kommen? Wo ist dein Auto? Hier lang! Da drüben! Da war... Du bist tot! Hörst du mich? Ich kann das nicht!
der Suche nach der IP zu tun. Was haben wir da gefunden? Bleib vorsichtig, ich bringe uns raus. Die stellen uns eine Falle. Vielleicht ein bisschen besser. Die suchen dann nur noch rum. Bin ich möglich wegfahren von denen. Okay, einen versteht weniger. Weil das Bello Hotel für den Leute ja schlecht wieder aufrufen. Clara, bist du okay? Natürlich bin ich nicht okay. Fuck. Wer bist du? Was soll ich darauf antworten? Ich weiß, wo wir in Ruhe reden können. Hier. Aber wie wir da hinfahren, sehen wir in der nächsten Folge. Ah, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.